Liebe virtuelle Besucherinnen und Besucher, als Direktor des Franziskanergymnasiums begrüße ich Sie recht herzlich an unserer Schule. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Gymnasium und wollen Ihnen mit einem virtuellen Rundgang die Möglichkeit verschaffen, einen Eindruck unserer Schule zu gewinnen. Dazu unterstützen mich die letztjährige Schulsprecherin Antonia, der frisch und neu gewählte Schulsprecher Maximilian und vom Buddy-Team unserer Schule habe ich für Sie zu begrüßen die Lara und den Simon. Sie werden Sie auf dem virtuellen Rundgang begleiten. Kommt herein in unsere Schule. Momentan ist sie ziemlich leer, aber es gibt Zeiten, wo viel los hier ist. Zum Beispiel bei unserem Platz auf der Tür, bei der Adventfeier oder wenn wir hier eine besinnliche Andacht haben. Kommt herein in die 1B-Klasse. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, warum seid ihr jetzt da an der Schule und was gefällt euch denn besonders? Also ich gehe da in die Schule, weil ich mag es halt voll gern da und alle meine Freunde sind verstarrt. Ich finde es sehr toll, dass es an dieser Schule einen sehr großen Turnsaal gibt. Also ich gehe in diese Schule, weil ich finde es gut, dass jeder so sein kann, wie er will und sich nicht verändern muss. Ich bin gerne im Zeichensaal, weil man dort viele Comics Sachen. Ich gehe hier in die Schule, weil auch mein Bruder da ist. Ich liebe den Musiksaal. Ich finde es toll, dass man bei manchen Fächern ab und zu in einen anderen Raum gehen kann. Ich finde es voll cool, dass wir da nicht nur Turnen haben, sondern auch mal eine Abwechslung haben mit dem Schwimmen. Ich mag die Kombination zwischen Alt und Neu, also im Altbau und im Neubau. Ich bin gerne im Werkraum. Ich finde es auch voll cool, dass wir so Elektro-Tafeln in dieser Schule haben. Mir gefällt es, dass wir hin und wieder in der Schule beten. Mir gefällt die Schule, weil dort gibt es eine große Bibliothek. Ich finde es gut, dass es draußen eine große Pausenplattform aus Holz gibt. Wir hören uns jetzt noch Schüler und Schülerinnen der 5. Klasse an. Also ich bin gerne an der Schule, weil man da viele Sprachen lernen kann und ich viele Freunde hier gefunden habe. Mein Lieblingsraum ist der Physiksaal. Ich bin gern im Biologiesaal. Ich bin an dieser Schule, weil sehr viele Talente gefördert werden, also zum Beispiel Schwimmen in der Unterstufe, darstellendes Spiel, also Theater. Ha! Hey! Hey! Ho! Ha! Ha! Ich bin gerne im Chemiesaal. Ich bin gerne in den EDV-Räumen. Mir gefällt es gut, wenn man etwas im Garten macht. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass unsere Schule Franziskanergymnasium heißt. Und das ist, weil die Franziskaner Österreich nun schon seit über 200 Jahren Schulerhalter sind.
Hallo Antonia, Maximilian, ihr seid ja jetzt schon recht lang an der Schule und fast am Ende eurer schulischen Laufbahn und ich wollte fragen, wie ihr die Zeit am Franziskanergymnasium erlebt habt. Mein Papa sagt immer, dass die Schulzeit die beste Zeit in seinem Leben war und ich glaube, dass es auch bei mir so sein wird, weil obwohl wir ziemlich viel zu tun haben, wird immer darauf geschaut, dass unsere Klassengemeinschaft gestärkt wird mit Ausflügen, Einkehrtagen oder allgemein große Klassenreisen und das ist wirklich ein super Gefühl. Ja, jetzt nach über 7 Jahren unserer Schule kann ich einfach nur sagen, dass unsere Schule einfach nur fantastisch ist. Die Lehrer sind auch super, also sie helfen uns bei allem, was wir machen können. Und man kann sagen, unsere Schule prägt auch Menschen. Zum Beispiel, ich war am Anfang einfach nur ein schüchterner Junge, als ich in die Schule gekommen bin. Und jetzt, knapp 6 Jahre später oder 7 Jahre später, bin ich einfach Schulsprecher geworden. Diese Schule ist einfach fabelhaft. Ja. Herr Direktor, wir bitten Sie jetzt um ein Abschlusswort. Ich bedanke mich und möchte noch ein Zusatzangebot unserer Schule in Erinnerung rufen. Es gibt neben der Schule direkt das sogenannte Leopoldinum, das für unsere Schülerinnen und Schüler einen Mittagstisch anbietet, genauso wie Nachmittagsbetreuung. Damit komme ich wirklich zum Schluss, bedanke mich noch einmal für Ihren Besuch der virtuellen Art, wünsche Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen.